Harry und ihr Ehemann Nick Cannon haben in Paris, der Stadt der Liebe, ihr Eheversprechen erneuert. Mit Kniefall und allem Drum und Dran. Ganz großes Kino. Ist das romantisch? Paris, Liebe und Ja sagen. Nach 4 glücklichen Ehejahren haben Mariah Carey und Nick Cannon genau das noch einmal getan. Und die Popprinzessin war so glücklich darüber, dass es die ganze Welt erfahren sollte. Heute war ein ganz unglaublicher Abend. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie wundervoll es war, unser Eheversprechen in Paris auf dem Eiffelturm zu erneuern. Und weil auf dem Eiffelturm niemand dabei war, stellten sie die schönen Hochzeitsszenen im Hotel einfach noch einmal für die Fotografen nach. Das schien riesigen Spaß gemacht zu haben und man erfährt so ganz nebenbei, wie der ursprüngliche Antrag vor 4 Jahren ausgesehen haben muss. Wenn man aber weiß, wie professionell Mariah Carey und Nick Cannon an ihrem Image basteln, dann ist man schon ein bisschen verblüfft, wie man sich dann bei der Abreise aus Paris so inszenieren kann. Der Auftritt von Nick Cannon mit Jogginghose und Unterhemd ist dann nämlich gar kein Zufall mehr, sondern Absicht. Naja, Mariah scheint's zu mögen. Nach Eheversprechen.